Der Kompetenzatlas Automatisierungstechnik Steiermark bietet einen detaillierten Überblick der Fachkompetenzen von heimischen Unternehmen sowie von Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Speziell die drei wesentlichen Fachbereiche der Automatisierungstechnik, nämlich Elektrotechnik, Informatik und Maschinenbau, sind hier deutlich sichtbar dargestellt. Somit können sich Unternehmen, Bildungs- und Forschungseinrichtungen leichter und gezielter untereinander vernetzen. Denn das Wissen über deckungsgleiche als auch ergänzende Kompetenzen ist ein Wegbereiter für erfolgreiche Kooperationen. Zusätzlich soll der Kompetenzatlas dabei unterstützen, die Ausbildungsinhalte der Bildungseinrichtungen den Anforderungen der Industrie und Wirtschaft anzugleichen. Betrachten wir nun den Kompetenzatlas näher. In der obigen Menüzeile finden Sie den Menüpunkt Kompetenzatlas. Wenn Sie nun im Untermenü nochmals auf Kompetenzatlas klicken, öffnet sich die Seite. In dieser schwarzen Leiste befindet sich ein Zeilensuchbereich mit 4 Auswahlmöglichkeiten: Bezirk, Unternehmen, Unternehmensgröße und fachliche Zuordnung. In den darunterliegenden 4 Aufklappmenüs werden entsprechende Auswahlmöglichkeiten angezeigt. Hier können Sie also frei kombinierbar eine Suchabfrage starten. Bei der Auswahlmöglichkeit Unternehmen können Sie entweder einen Unternehmenstyp, Anbieter, Anwender sowie Bildungs- und Forschungseinrichtungen oder direkt ein einzelnes Unternehmen auswählen. Und nun vorweg. Für jeden Fachbereich der Automatisierungstechnik wurde eine Farbe vergeben. Grün für Elektrotechnik, Schwarz für Informatik und Blau für Maschinenbau. Betrachten wir nun die mittige Darstellung etwas näher. Hier zeigt Ihnen der Kompetenzatlas die fachliche Ausprägung der Unternehmen sowie Bildungs- und Forschungseinrichtungen in 3 Fachbereichen. Jedes eingetragene Unternehmen wird mit einem Punkt dargestellt. Dessen Farbe entspricht dem im Unternehmen am stärksten ausgeprägten Fachbereich. Liegt der Punkt näher dem Zentrum, dann ist die fachliche Ausrichtung in den 3 Fachbereichen eher gleichmäßig verteilt. Ist der Punkt etwas entfernter vom Zentrum positioniert, kann man daran erkennen, dass in diesem Unternehmen oder in dieser Bildungs- und Forschungseinrichtung zumindest einer der 3 Fachbereiche im Verhältnis stärker ausgeprägt ist. Die linke Darstellung zeigt die geografische Lage der Unternehmen, wobei die Farbe des Punktes wiederum dem am stärksten ausgeprägten Fachbereich entspricht und die Größe des Punktes von der Unternehmensgröße abhängt. Selbstverständlich kann man in dieser Darstellung auch zoomen und die Karte verschieben. Wählt man einen Punkt, egal in welcher Darstellung aus, verändert sich die Farbe in beiden Darstellungen auf Orange. Sie finden nun auf der rechten Seite das Logo des Unternehmens, dessen Name und Standort sowie die konkrete Ausprägung der Fachbereiche in Prozentwerten. Diese Prozentwerte beziehen sich auf eine umfassende Auflistung aller möglichen Fachkompetenzen, die in einem Grundraster erfasst wurden. Alle Unternehmen sowie Bildungs- und Forschungseinrichtungen wurden darin zugeordnet. 100% in einem Fachbereich bedeutet, dass alle erdenklichen Fachkompetenzen ausgeprägt sind, was aufgrund der fachlichen Breite aber äußerst selten der Fall ist. Im internen Bereich des Kompetenzatlas besteht zusätzlich die Möglichkeit, mehr Kompetenzdetails zu erfahren. Diese Funktion steht aber nur jenen Unternehmen sowie Bildungs- und Forschungseinrichtungen zur Verfügung, die selbst im Kompetenzatlas dargestellt sind. Möchten auch Sie im Kompetenzatlas dargestellt werden, dann nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Unter der E-Mail info@atstyria.at oder telefonisch unter der Nummer +43 316 601 561. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.